Geist macht Randale. Toller Titel. Gut, dass ich das so sein lassen habe. Oh, das muss ich tatsächlich sagen, das kann ich auch mal in der Aufnahme sagen, dass ich ehrlich gesagt sehr froh bin, dass ich nicht mehr diese ganzen Aussagetitel machen. Aussagetitel mache. So. Oh, das war schon dann so ein zusätzliches, wo man sich so dachte, okay. Was, also da musste man sich schon das Video da anschauen. Oh ja, hi. Also ich schaute mir ja immer erstmal das überhaupt vorher an, um zu sehen, okay, also beim Schneiden und versuchte dann einen Titel herauszufinden, aber das ging mir teilweise dann so richtig schon auf die Nerven. Und ich habe dann schon so gearbeitet gehabt, dass ich dann Zettel hatte und mir dann mehrere Sachen aufgeschrieben habe und dann habe ich dann wahrscheinlich nicht mal eins davon genommen gehabt. Das kann Also, das hat mich immer genervt und irgendwann habe ich es dann nicht mehr in den Titel reingenommen, aber dafür irgendwie im Video dann noch so eingespeist, aber dann und dann habe ich es einfach komplett rausgelassen, weil man. wozu? Man muss ja nur wissen, was für ein Titel ist es. Ich krieg jetzt hier 1000 Benachrichtigungen. Was soll das? Sorry, ich will jetzt nicht mehr hier mit irgendwem reden. Ich habe es sehr lange so gemacht gehabt, dass ich erst in Spielen reingeschaut habe und nicht nur reingeschaut, sondern komplett durchgespielt habe, bevor ich die dann aufgenommen habe. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil dann müsste ich wirklich immer die doppelte Zeit reinholen. Der Grundgedanke war einfach, dass ich bei einem anderen Let's Player das so gesehen hatte, dass der es komplett durch hatte und das halt nicht blind machte und halt vorher wusste, wie man was macht. Das war meines Erachtens Resident Evil gewesen. Und da fand ich es halt super, wie er alles erklärt hat und okay, das ist jetzt das Ziel, das und das brauchen wir, um dieses Rätsel zu lösen. Das fand ich super genial und das wollte ich halt immer irgendwie so mit einbringen. Und ja, das war dann auch so, glaube ich, so der Auslöser dafür, dass ich dann auch selbst damit angefangen habe. Ja, das fand ich jedenfalls super, dass das erklärt wurde und dass es halt nicht wie bei einem Blind-Ding so sich Ewigkeit manchmal hinzieht, weil einfach eine Person etwas nicht wusste. Ja, okay. Da gehen jetzt wieder mehrere Themen bei mir durch, aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Ja. Hast du noch was? Uncut. Hast du noch was zu sagen? Ich freue mich, dir zuzuhören. Ich freue mich, dass du mir mal auch solche Spiele zeigst, die ich selber noch nicht kannte oder kenne. Oh, Indie-Horror Games, so gibt's so viele. Also. Ich finde es interessant auf jeden Fall. Für mich ist halt das Problem, das sage ich auch jetzt mal so noch zur Cam, für mich ist auch noch das Problem, dass ich leider immer wieder schnell auf das nächste Spiel switche, wenn ich mit irgendetwas nicht vorankomme oder irgendetwas in meinem Leben gerade nicht so perfekt funktioniert oder was auch immer, oder einfach keine Zeit habe, dass ich dann, wenn ich dann wieder anfange, Entschuldigung, dass, wenn ich wieder anfange, dass ich einfach das nächste Projekt anfange. Und nicht einfach das vorherige zu Ende führen. Das ist echt schon fast pathologisch. Ja. Es ist, Vor allem denke der ich. Titel oben bei dem dritten Part, kein Springen, dafür ducken. Ja. Dafür, ja, Irgendwas das war ergibt jetzt nicht gut. schon einen gewissen Sinn. Naja. Okay, gut. Ich würde Würde ich. sagen, machst einen Cut. Machen wir gleich. Ich werde hier ständig mit. Da ich zugebombt gerade. Moderation. Dies war's jetzt erstmal von Paranormal. Ich denke, so die 10 Minuten habe ich auf jeden Fall irgendwie jetzt voll bekommen. Und
Denn geht es jetzt gleich mit dem nächsten React von Paradigma weiter. Dann ist es aber auch schon die nächste Beta. Das war jetzt bisher die Beta 4. Das ist jetzt Beta 7. Schauen wir mal, was da so alles anderes drin ist. Bis dahin, euer Duck Saver und der Tom im Hintergrund. Ciao, ciao, Leute. Bye, bye.